Guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen bei timetodo.ch. Die Sendung heute ist wieder so eine herzensergreifende. Warum? Weil viele Menschen sich zusammenfinden für eine Thematik. Unser Thema heute, wie angekündigt, Manifestation. Und ich freue mich, dass Sie alle wieder da sind. Ich fange neben mir an. Herzlich willkommen, Lara Banardi und Benji. Hallo. Herzlich willkommen, Lena. Hallo. Alexa Hobler-Rieder und Heinz-Maximilian Biederer. Hallo. Schön, dass ihr alle wieder da seid zu unserer dritten Manifestation. Die erste hatte das Thema Freude. Freude und Freundlichkeit. Die zweite hatte das Thema Frieden. Ganz wichtig in dieser Zeit, liebe Zuschauer, wo vieles, vieles auf unserer Welt nicht so sehr friedlich ist. Und heute ist das Thema der Manifestation Liebe. Denn, und das hat die Lena vorhin ganz toll erklärt, die Freude und die Freundlichkeit ist das, was uns in einen Gefühlszustand bringt. Der Friede um uns herum gibt uns die Bestätigung und dann brauchen wir nur noch die Liebe zu leben. Und das ist genau die Zielsetzung, die wir erreichen wollen. Jetzt war wir heute, ihr erinnert euch, liebe Zuschauer, der Heinz-Maximilian Biederer, das war der Gast in meiner Sendung, der dieses Logos, dieses Symbol der Liebe kreiert hat und entwickelt hat, in dem sich alle Buchstaben des Alphabets wiederfinden. Und dort natürlich steckt auch der Friede drin. In diesem Symbol kann ich das nutzen für mich zur Unterstützung in der Manifestation? Ja, ganz sich darauf konzentrieren. Entschuldigung. Und was du reinbringst, und zwar nicht nur an Gedanken, sondern an Gefühlen, an Emotionen, verstärkt sich und kommt wieder zurück. Aber nicht nur zu dir, sondern es verteilt sich sofort. Denn der Raum ist eigentlich nur in der Theorie da, es ist alles immer erfüllt. Schau, wenn du hier siehst, in diesem Raum, siehst du keine Schwingung, aber es sind ungefähr 100.000 Telefonate hier herin, 100 Fernsehkanäle oder Fernsehsender und Radiosender und was weiß ich, was je hier gedacht wurde und gefühlt wurde, ist auch herin. Das Einzige, was man braucht, man muss eben auch empfangsfähig sein. Und das ist eigentlich was, was die Liebe unbedingt braucht. Dass man auch Liebe empfinden kann und dann wieder geben kann. Also heißt, wie ist es denn mit dem Thema Liebe? Ich gehe jetzt mal gerade zur Alexa, weil der Heinz hat gerade eben gesagt, man muss Liebe empfinden können, um Liebe zu geben. Wie ist es denn das Ganze im Verhältnis mit der Selbstliebe? Gehört die noch voran, wenn ich jetzt mich nicht groß gern habe, weil ich sage, oh, ich bin hässlich und zu klein und zu dick und habe Glatze und was weiß immer. Und jetzt mag ich mich nicht. Kann ich dann auch lieben? Man liebt so oder so. Und deshalb beginnst du beginnst zu leiden, wenn du da quasi dran gehindert wirst. Weil das ist nicht mehr sein. Und das tut jedem weh. Egal wie du das kaschieren kannst, das weiß man auch von Heinz, der hat gesagt, man ist wie ein Schauspieler. Du kannst Kleider anziehen, was du willst. Du kannst dich geben und kleiden und präsentieren, wie du willst. Das ist unser Recht, unsere Freiheit, das, was Spaß macht. Aber du kannst das nicht kaschieren, was mit dir selbst ist. Ganz speziell im Sein, und das ist die Liebe. Und die Selbstliebe ist ja überhaupt die Existenz. Und das sehen wir wieder in der Thematik sogenannte Krankheiten. Das ist eigentlich eine Antwort des Geist-Seelenwesens durch den Körper. Seht mal her, hier stimmt energetisch was nicht mehr. Das ist keine Krankheit, sondern ein Hilfeschrei, wo man hingucken darf, dass man sich wieder in dieser sogenannten goldenen Mitte befinden darf. Und es passiert einem nichts, wenn man da nicht rausfliegt oder geht. Und das tut man eben immer selbst. Also die Selbstliebe ist pure Existenz. Mhm. Und aus dieser heraus kann ich ja erst ein Du entdecken oder ein Wir und vor allem ein Was bin ich. Sind wir wieder beim grundsätzlichen Thema, was und wer bin ich. Lena, mit dem Thema Liebe. Liebe ist ja eigentlich was Allumfassendes. Jetzt höre ich ja immer, wenn man so
in die Masse der Menschen hineinhört, dann hört man, ja, ich liebe meine Frau oder meine Partnerin. Dann sagt einer, ja, und ich liebe meine Kinder. Und der Dritte sagt, ja, meine Großmutter, meine Eltern liebe ich auch. Und dann denke ich immer, jetzt wird er aber noch eine Weile brauchen, bis er das ganze Rest vollendet hat. Ist der Mensch verleitet, seine Liebe zu kanalisieren auf einzelne Personen oder hat er nie gelernt, allumfassend zu lieben? Also die Liebe ist so wunderschön, dass es mir oft schwerfällt, das in Worte zu fassen oder wenn ich schreibe, es in Buchstaben zu fassen, weil du musst es fühlen. Du musst es fühlen, diese Liebe, die hier ist vom Kosmos, die in deinem Herzen ist, die um dich herum da ist, die durch dich hindurch fließen kann und auch von deinem Herzen zu einem Menschen fließen kann. Und es gibt zum Beispiel Planeten, wo ich schon war, die haben für die Liebe 30 Begriffe, weil die Liebe so vielfältig ist. Oder im Regenbogen haben wir 7 Farben, aber die Liebe kann so viele Farben haben. Und für mich war das ganz schwierig am Anfang, das zu verstehen, wie die Menschen hier lieben, weil das war für mich so komisch. Wie du sagst, oder? Man liebt nur den Partner oder nur die Frau. Bis ich gemerkt habe, es sind einfach verschiedene Facetten, die die Liebe annehmen kann. Und dass wenn du tief in dein Herz spürst, dann liebst du jeden Menschen. Du liebst jede Seele. Mhm. Egal, ob du jetzt seine Persönlichkeit magst oder ob er jetzt nett zu dir war oder nicht, sondern du liebst alle. Und alle Herzen lieben auch dich. Das ist so. Wenn du ein Mensch bist, liebst du einfach. Was sie gesagt hat, das ist ein Seinszustand. Und das müssen wir wieder uns daran erinnern, dass es so ist, weil alles, der mag mich nicht, der hat mir was Böses angetan, der ist nicht nett. All diese Konflikte oder scheinbaren Konflikte oder Streitereien sind gar nicht wahr. Es ist wie ein Konstrukt oder eine Wolke. Und dann geht es nur darum zu fühlen im Herzen, ja, welche Liebe fühle ich zu diesem Menschen? Welche Liebe fühle ich zu diesem Menschen? Was für eine Liebe fühle ich zu dem? Was für eine Liebe fühle ich zu dem? Und welche Liebe möchte ich ausleben mit diesem Menschen? Möchte ich die Liebe nur über die Worte fließen lassen oder nur übers Herz? Oder möchte ich auch eine Umarmung? Oder möchte ich auch eine sexuelle Liebe leben? Und dann geht es darum, einfach für jeden Einzelnen das zu unterscheiden und uns wieder erlauben, diese Liebe zu fließen zu lassen. Weil oft haben wir so viele Konstrukte in unserem Kopf, der uns sagt, du darfst nicht lieben, du darfst nicht so, du darfst nur den lieben, du musst es so machen. Und wenn du jemanden liebst, dann hast du die, meine Güte, so viele, wie man lieben soll. Und einfach wegschmeißen und nur das Herz weiß, wie man lieben kann und wie du persönlich lieben möchtest. Es ist so individuell, wie du lieben möchtest, dass du das für dich selber herausfinden kannst und entdecken kannst, wie du deinen Partner lieben möchtest, wie du deine Kinder lieben möchtest, wie du deine Nachbarn lieben möchtest, wie du deinen Chef lieben möchtest. Und ja, und liebt, bitte liebt, das ist so schön, es tut so gut. Ich meine, dort, wo die Liebe ist, hat Krieg keinen Platz. Das sind ganz alte Sätze, die man immer wieder findet, oder Konfrontation. Dann gibt es immer das Wort, was ich auch oft höre, allumfassende Liebe. Lara, wenn ich zu dir komme, glaubst du, dass die Menschen einfach noch nicht so weit sind, das zu verstehen? Die Liebe? Ja. Wir verstehen die Liebe. Es hat ja ganz viele Time-to-Do-Zuschauer, die viel beten. Ganz, ganz viele Ältere, die so die Verbindung zu Gott haben. Und was da das Thema ist, und das habe ich die letzten Tage vor der Sendung ganz, ganz stark gespürt, sie spüren den Schmerz, den Schmerz der Welt. Also, ihr, die betet, ihr betet für, mir kommen fast die Tränen, ihr betet für das Weltheil. Und wichtig ist, dass ihr eure Liebe, euer Herzchakra wieder durchatmet, atmet tief ein und aus. Lasst los und übergebt es vor allem den geistigen Helfern. Ihr müsst nicht wie früher Jesus den Schmerz über euch transformieren,
lasst es wirklich los, übergebt es, betet damit auch euer Hirn so die Weisheit Gottes tragen kann und lasst es nicht mehr über euren Körper fließen. Also die Liebe, die kennen wir alle tief in unserem Herzen, wir kennen die. Mhm. Du spürst das Liebesfell, mach du. So. Vielleicht auch nochmal für die Zuschauer, weißt, dieses Erklärende. Was, weil ich immer wieder dann sage, ja, und was passiert denn dann bei der Manifestation? Wenn du jetzt hingehst, Lara, Lena, Alexa, wer auch immer da ist, Heinz, ich, und wir lieben. Oh, Mensch, ich bin unglücklich, bist du in den Topf gefallen oder wo? Wo bist du? Ne? Ja, da hinten steht er und quietscht. Ja, das ist unser Studiohund, der ist speziell da, um uns immer wieder auf neue Gedanken zu bringen. Deswegen haben wir den dabei. Der darf auch hier frei rumfuseln im Studio. Das ist was ganz anderes. Ne? Andere haben nur Moderatoren da sitzen, die immer in die Kamera gucken. Wir machen das mal anders. Genau. Wenn ich zu dem Thema zurückkommen darf, mit dem allumfassend Lieben oder mit diesem Lieben. Ich glaube, und das sehe ich immer wieder, dass den Menschen Liebe falsch erklärt wird. Mhm. Das ist für mich das größte Problem, weil sie die Liebe einteilen. Wie alles, wir sind eine Menschheit von Reglementen. Ich habe immer gesagt, ich glaube, wenn wir manchen Menschen die Regeln wegnehmen würden, wüssten die nicht mal mehr, ob sie morgens aufstehen sollen oder nicht, weil ihnen keiner sagt, du musst jetzt um 7 Uhr bei der Arbeit sein. Und so ist es genau mit dem Thema Liebe, wenn du natürlich, und wenn Sie sich zurückerinnern, liebe Zuschauer, in welcher Schulklasse wurde denn über die Liebe gesprochen? In welcher Klasse hat sich mal jemand Zeit genommen, überhaupt mit den ganzen Schülern zu definieren? Was nennt mir Begriffe, die ihr mit dem Wort Liebe in Verbindung bringt? Das können wir jetzt mal machen. Genau. Welche Worte? Ich fange mal an. Also bei mir gehört zur Liebe das Wort Vertrauen unglaublich eng dazu. Ich verstehe nicht, dass jemand, wenn jemand liebt, dann muss er vertrauen. Wenn ich nicht vertraue in das, dann kann es nicht funktionieren. Also das ist bei mir ein Wort, was ganz eng mit dem Wort Liebe verbunden ist. Also für mich ist es eigentlich nur ein Öffnen, dass du dich einfach öffnest und dann kann die Liebe einfach fließen, weil sie ist immer da und wir denken, dass sie nicht hier ist, oder? Und das, was du vorhin gesagt hast mit diesem Schmerz im Herzen, ich sehe das oft auch so, dass wir irgendwann mal verletzt wurden durch eine Beziehung, durch Eltern und diesen Schmerz tragen wir auf dem Herzen. Und weil wir ihn hier tragen, fällt es uns schwer zu lieben oder es fällt uns schwer, uns für die Liebe zu öffnen. Oder unser Partner verletzt uns, weil wir nicht erkannt haben, dass er uns eigentlich nur eine Lektion zeigen möchte oder dass er uns nur helfen möchte, dass wir noch mehr lieben können. Und dann aus diesem Schmerz agieren wir dann und denken, es kommt aus dem Herzen, aber es ist dieser Schmerz. Und es ist ganz wichtig, dass wir da lernen zu unterscheiden und diesen Schmerz im Herzen in der Liebe baden und heilen und umarmen und dann loslassen und spüren, dass das, was die reine Liebe aus dem Herzen, dass die uns führt und dass sie immer für uns da ist und uns sozusagen umarmt. Oh, oder Liebe was, uns umarmt, das hört sich gut an. Ja. Wenn uns die was, Liebe umarmt. Was bedeutet die Liebe jetzt in deinem... Also es ist ein Grundzustand, wie du gesagt hast. Mhm. Und wenn mir da, wie du vorher auch gesagt hast, den nicht lieben, weil oder so, dann muss uns klar sein, dass wir den ausblenden. Das heißt, so machen wir uns immer enger und ärmer, weil der nicht und der nicht und das nicht und so weiter und uns selber schon gar nicht, weil wir meinen, wir, wie du gesagt hast, sollten vielleicht schöner oder größer oder was weiß ich sein. Nein, wir tun uns immer alles selber an. Mhm. Und eigentlich sind wir ja alles eins, nämlich im Sein und Geist verbunden. Und da gäbe es eigentlich keine Unterschiede. Alles, was wir an Unterschieden machen, schadet uns und den anderen auch, weil da fehlen wir in dem Sinne. Jetzt kann man ja sich eigentlich, wenn ich sage, stell dir mal das Wort Liebe vor. Sehe ich es gleich. So, also jeder kennt es. Wir haben das hinten an der Terrasse hängen. Da ist so ein rotes Holzbrett, da steht groß mit weißen Buchstaben Love drauf. Mhm. So, und wenn ich dann sage, das Wort kannst du dir vorstellen, können wir uns Liebe vorstellen? Also ich habe mal ein Buch gelesen über Qualität.
Und der hat geschrieben und geschrieben und am Ende hat er gesagt, eigentlich kann man es gar nicht erklären, ist wie Liebe, sondern man kann es nur fühlen. Wenn ich Qualität sehe, dann weiß ich es, ob es Qualität ist oder nicht. Und so ist mit der Liebe auch. Du spürst es einfach, da brauchst du nicht mehr viel erklären, weil es braucht keine Worte. Das ist ja die Schwierigkeit, dass wir immer zu sehr am Wort hängen, sage ich, der von den Wörtern her, weil man es zuerst einmal begreifen muss. Aber alles steht für irgendwas. Und das haben wir vergessen. Liebe vorstellen als Wort, ja, ist schnell gemacht, hilft aber nichts. Erst hilft es, wenn ich selber spüre und ausstrahle, so wie du das sagst. Ich spüre übrigens auch jeder sofort. Und jetzt gibt es ja oftmals diese Definitionen, wenn die Menschen für sich das Wort Liebe oder die Liebe entdeckt haben. Ja. Und dann irgendwann dehnt sich das aus. Du hast so, bei mir war das so, vorher, als ich Kind war, konnte ich mit dem Wort nichts anfangen. Hat die Mutter immer gesagt, oh, ich hab dich lieb. Und habe ich gedacht, ja, Liebe hat was zu tun mit Streicheln und in den Arm nehmen und so. Das ist also, das meint sie mit Liebe. Und dann geht es weiter, dann gehst du irgendwann in die Pubertät und plötzlich beginnt dein Interesse am gleichen, muss ich heute sagen, oder am anderen Geschlecht. Das ist ja alles ein bisschen anders geworden mittlerweile. Und du fängst an, plötzlich etwas ganz anderes zu spüren, was du früher nie gespürt hast. Die meisten bezeichnen das mit Schmetterlinge im Bauch. So, und jetzt ist die Frage, ist das Gefühl Liebe? Lara, wie würdest du das nennen? Du hast vom Bauch gesprochen und hier sind die Emotionen. Und Emotionen entstehen, wenn wir etwas denken. Es kommt eine Information, eine Energie, eine chemische Zusammensetzung und dann macht mein Gehirn, ah, das hat ja Lena vorhin angesprochen, ah, da habe ich etwas schon mal so und so erlebt, also mach mir das, die und die Emotion. Die Liebe ist hier im Herzen. Und nämlich, ich habe das gesagt, die beten, von euch beten ganz, ganz viele, ich habe schon viele von euch kennengelernt durch die Fernsehsendungen bei Norbert. Und ihr spürt das. Das war das, was Heinz gesagt hat. Und du hast mir wirklich von meinen Lippen gesprochen. Liebe spürst du. Ich kann Liebe ein Wort geben. Ich kann sagen, ah, wenn ich ganz in mein Herzchakra eintauche, dann ist Ruhe, dann ist Vertrauen, dann ist so das Geborgensein. Aber ich glaube, wir sollten, das haben Alexa nicht ganz, ganz stark, wir sollten die Dinge nicht zerreden, ja. Wir sollten es wieder mehr empfangen. Ja. Hier haben wir unser Intelligenzzentrum, höheres Wissen, empfängt auch über euer Herz und zerrede nicht mehr. Du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, natürlich das Zerreden, aber warum gehe ich da so drauf ein? Weil ich einfach ja, ich bin selbst Mensch, habe selbst das erlebt und was ist passiert? Plötzlich wurde dieses Gefühl, das kennen andere Zuschauer auch, was du entwickelst, so mit 13, 14, sind wir Mädel, bist du richtig verliebt und plötzlich stellst du fest, die weist dich ab. Oder in meinem Fall damals, ich komme um die Ecke, will zu ihrem Haus laufen und sehe, wie sie mit dem anderen da steht und den gerade küsst. Das ist natürlich, jeder kann das nachvollziehen, das ist erstmal ein Wahnsinnshammer. Du bist wie, als wenn du gegen die Wand gelaufen bist, erstmal. So, und jetzt gibt es Menschen, ich hatte dann glücklicherweise andere folgende Freundschaften, verliebt sein und konnte das relativ schnell überwinden, aber ich habe es nie vergessen. Ich habe dieses Gefühl nie vergessen, wie das war. Und jetzt gibt es Menschen, die kommen da nicht drüber hinweg. Und das heißt, am Schluss gehen sie durch ihr Leben und lehnen die Liebe ab, weil sie verletzt wurden. Und das ist dann das, wo sie hingehen und sagen, ach was, Liebe. Und dann wird das Leben reglementiert. So, genau. Du bist meine Frau, für dich muss ich sorgen und ich gucke, dass Geld im Haus ist und dass du, weißt, es wird aus einer Partnerschaft, die eigentlich auf Liebe basieren sollte, wird plötzlich eine Zweckgemeinschaft. Als wie wenn ich jetzt sage, Heinz, wir ziehen jetzt zusammen, du machst den Haushalt und ich gehe schaffen. Oder ich glaube, das hätte keinen Zweck. Gut, wir haben ja schon mal eine Festbeziehung geführt, hat ein Jahr gedauert, dann haben wir gesagt, komm, lass uns das. Das geht mir heute noch nach. Das ist eigentlich genau diese Verletzungen im Herzen, oder? Für mich ist das Herz eigentlich wie eine Lebensquelle. Und jedes Mal, wenn eine Verletzung da ist oder etwas passiert, wo dir schmerzt oder in dem Moment du nicht verstehst, verschließt du sie. Und wenn du die Quelle verschließt, rutscht die Energie in den Kopf.
Und wenn die Energie im Kopf ist, fängst du an, alles zu zerreden und zu schwatzen und dann musst du alles planen und rumstressen und hier noch und da noch und dort noch und kannst überhaupt nicht sein und kannst nicht meditieren und kannst überhaupt nicht ruhig sein und kannst nicht empfangen. Und dadurch bist du müde, gestresst, kannst nicht schlafen und so weiter. Deshalb ist es so wichtig, wieder ins Herz gehen, diese Schmerzen anzuschauen, zu weinen, zu brüllen, wütend zu sein, was auch immer, was halt hier auf dem Herz liegt und diese Liebesquelle verstopft, dass du sie wieder befreist und öffnest und öffnest und öffnest wie eine Rose. Und wenn sie dann so offen ist, kann die Liebe wieder fließen zu dir und zum anderen. Und je mehr es fließt, umso wohler fühlst du dich dann auch. Und umso mehr kannst du geben und vor allem dann auch wieder empfangen. Also mit dem Empfangen muss ich mich mal outen. Da hatte ich ein ganz besonderes Erlebnis, als ich wo weggezogen bin und da haben wir Abschiedsparty gemacht und da habe ich mit einer Frau getanzt und zwar Walzer und zwar schnell. Und auf einmal merke ich meine Männlichkeit beim Walzer, schnellen Walzer, weil ich habe dann erfahren, dass sie mich schon lange liebt. Jetzt, wo ich weggezogen bin, hat sie es gestanden und das habe ich gespürt und hat sich im Körper sofort umgesetzt. Zwar an unpassender Stelle, aber da war Musik drin. Genau, also wir merken komischerweise, dass die Liebe in uns Reaktionen hervorruft, genau, die wir gar nicht steuern können. Mhm. Also wenn ich in eine Partnerschaft hineingehe und interessiere mich für einen Menschen speziell, den ich gerne viel näher bei mir habe, das heißt nicht, und das sage ich auch immer, meine Liebe ist allumfassend allem Lebendigen gegenüber. Es gibt sogar Menschen, die erklären, ihre Liebe ist allumfassend allem gegenüber. Vielleicht bin ich noch nicht so weit oder vielleicht kann ich das so nicht nachvollziehen, weiß ich nicht, aber allem Lebendigen. Das heißt, ich habe irgendwann angefangen, als ich die Natur zum ersten Mal bewusst wahrgenommen habe. Und jetzt muss ich was sagen, was jetzt nicht so für mich spricht, das ist aber noch keine 20 Jahre her. Vorher war für mich Natur das, was mit 220 am Auto vorbeiflog. Das war Natur, aber das war irgendwo draußen. Und das Leben war, wie du sagst, im Kopf, klar, und im Beruf und im Stress und Vollgas und nachts nicht schlafen können, aber da gibt es dann doppelte Whisky, dann geht es. Und die ganzen Folgen, die da kommen, bis ich immer diese Kick-Erlebnisse hatte, da ich gern fahre und auch gern immer schnell gefahren bin, wie bremst man mich am besten? Man ist Stau. Da stand ich da, großer Unfall, stundenlang der Autobahn und plötzlich gucke ich rum und durfte ich genau da stehen, wo rechts so ein Modell von einer Landschaft war, das so unglaublich schön war. Das war gerade die Zeit, wann blüht dieses gelbe Zeug da überall, Raps oder Ginster oder was? Mhm. Ende Sommer irgendwo? Schon Anfang. Ja, ich weiß es gar nicht, ich bin jetzt so der Naturchef da. Also auf jeden Fall blühte das. Dahinter war eine Baumgruppe mit rosanen Blüten drauf, dann Wiesen, Wälder, dazwischen ein kleines Haus. Und ich sitze so da und gucke so raus. Jetzt muss man sich vorstellen, und habe ich das erste Mal so bewusst, weil alleine im Auto so bewusst gesagt, boah, ist das schön. Und wo ich das ausgesprochen habe, hat es wie so durch mich gemacht. Und ich, huch, was war das? Hm. Und später habe ich gelesen, der erste Schritt zur Liebe ist Schönheit erkennen und leben zu können. Das heißt nicht Eitelkeit, nicht verwechseln. Schönheit erkennen. Das heißt, auch in jedem Menschen das Schöne zu sehen. Mhm. Und wenn jetzt einer daherkommt, der einfach ein bisschen verludert aussieht, das kennen wir ja, wir haben eine ganz breit aufgestellte Gesellschaft, da geht es von ganz oben bis nach ganz unten. Und dann, wenn du dann in der Liebe bist, dann siehst du auch in dem, der vielleicht als Obdachloser oder vielleicht hat er sogar irgendwelche Straftaten gemacht und gestohlen und irgendwas. Trotzdem haben wir nicht das Recht, über ihn zu urteilen. Und wenn du jetzt als Mensch schaffst, auch das Schöne in jedem zu sehen, dann fängst du an, Liebe zu verstehen. Jetzt bin ich einer, der oft mal harsch ist und auch sagt, ja, so ein Simpel, aber nicht böse gemeint. Und ich will auch den Menschen nicht negieren. Da geht es mir eher um die Handlung, die er vollbracht hat, die mich dann, weißt du, an den Punkt, wo ich sage, ach so, ein Simpel, was genau, macht er denn jetzt? Genau, das ist ja das Missverständnis von der Liebe. Also es gibt ja so viele Missverständnisse, das ist so schade, aber eines ist, dass wir denken, die Liebe ist immer lieb. Mhm. Das Liebsein, du musst so nett sein und lieb sein, das stimmt nicht. Die Liebe ist echt und sie ist klar und sie ist wahr.
Und wenn jemand etwas tut, was ihm nicht gut tut und was ihn wegbringt von seinem Seelenplan oder von seinem Glück, dann kommt die Liebe und haut dir eins auf den Kopf. Aber weil sie weiß, das wird dann nachher schon wieder heilen und es geht dann wieder. Aber sie sagt dir ganz klar, so geht's nicht. Und das ist auch die Schwierigkeit, was wir Kristallkinder mit uns bringen. Wir haben so viel Liebe in uns und strahlen so viel Liebe aus, dass wir nur diese Liebe leben können. Und das heißt manchmal ganz klar zu sagen, hey, so nicht. Oder hey, wir wollen das. Oder wir fordern Wahrheit oder Aufrichtigkeit. Und dass die Menschen dann das erkennen, das ist nicht Kritik oder das ist nicht irgendwie böse gemeint, so wie du das sagst, sondern es ist nur eine Anregung in dich zu kehren und zu schauen, okay, was meint sie jetzt eigentlich oder was hat sie jetzt in mir angesprochen, oder? Und dann wieder auf das Herz zu vertrauen und im Herzen zu fragen, was brauche ich jetzt, um diese ganzen Verletzungen zu heilen. Und also wenn jetzt ihr zu Hause das auch gerne machen wollt, euer Herz zu heilen und wieder auf euer Herz zu hören, gebe ich diesen Sonntag am 21. Juni das letzte Herzseminar. Seid ihr gerne eingeladen, da auch vorbeizukommen am Bodensee. Weil es ist so schön, wenn einfach diese Liebe... Steckborn, gell? Steckborn, genau. Ja. Ach so, apropos Steckborn, das hat mich gerade auf die Idee gebracht. Hm. Ihr drei seid ja auch noch von den Zuschauern zu sehen. Und zwar am Samstag, den 20. Juni im Volkshaus in Zürich. Wenn ich recht mich erinnere, von 13 bis 16 Uhr. Mhm. Kann auch ein bisschen länger dauern, liebe Zuschauer. Dort sind alle drei vor Ort. Das nennt sich Impulsmanifestation, ist im Volkshaus. Wenn Sie noch die Zeit finden und da Ihr Interesse Sie hinführt, nutzen Sie das. Dort erfahren Sie Dinge, wie Sie Ihr Leben in die Hand nehmen. Wir meinen immer, wir werden regiert oder ich bin Bürger und über mir ist die Regierung. Und jeder meint, oben sitzt einer, der ihm zu sagen hat, was er zu tun hat. Nee, das ist eben nicht so. Das hat man uns immer erzählt, dass es so ist. Die Ergebnisse sehen wir. Ich sage immer einen Satz. Würden wir in der Liebe leben, gäbe es keine Krankheiten. Ganz normal. Es gäbe keinen Krieg, es gäbe keine Straftaten und keine Krankheiten. Also leben wir nicht in der Liebe. Es wird immer propagiert. Da gibt es ja auch Institutionen, die die Liebe für sich gepachtet haben. Gehen wir jeden Sonntag, also wir nicht, aber einige gehen da jeden Sonntag hin. Aber, das sage ich auch, niemand hat die Liebe gepachtet. Die ist auch allumfassend. Und glauben Sie mir, liebe Zuschauer, Gott liebt jeden, egal welche Konfession er hat. Oder in welcher Sekte er ist oder in welchem Betrieb er arbeitet. Der liebt sogar den, der in einer Waffenschmiede arbeitet. Wisst ihr warum? Er hofft jeden Tag drauf, dass er irgendwann morgens kommt und ist immer freundlich zu ihm und sagt, was mache ich hier eigentlich? Und in dem Moment, wo der das sagt, was mache ich hier eigentlich, dann hat er die Liebe erkannt. Weil wie kann jemand Waffen herstellen, der in der Liebe lebt? Das geht nicht. Ich kann auch nicht irgendwas produzieren, was den Menschen schadet, wenn ich in der Liebe lebe. Also haben wir eine künstliche Welt geschaffen, in dem oftmals eins passiert, die Liebe geht verloren. Und zwar nicht, weil wir das wollen, nein, weil unsere Umwelt so auf uns einwirkt, teilweise mit bösen Methoden. Wie viele Kinder werden heute noch geschlagen? Hat es mit Liebe was zu tun? Ich habe 3 an dieser Zahl. Und alle meine 3 Kinder haben in ihrem Leben, und da habe ich mich auch für entschuldigt, jeweils eine Ohrfeige bekommen. Ich habe gestern mich mit jemand unterhalten, der hat gesagt, ach, das ist ja interessant. Ich habe 2 Kinder und die habe ich noch nie müssen schlagen, weil ich immer mit Worten und Handlungen vorangehen konnte. Und da sage ich, schaut mal hin, wie das in der Liebe ist. Durchschaut 3 Wirbelwinde. Die brauchen eine klare Führung, wie es Lena gesagt hat. Wäre für dich Gewalt irgendein Thema in der Erziehung von Kindern? Das Ziel ist immer, klar zu sein. Und mein Ziel ist, möglichst mit klaren Konsequenzen vorzugehen. Mhm. Also zum Beispiel ins Zimmer sperren. Dass es Leitlinien gibt. Bis dahin und nicht weiter, weil du bist in einer Gemeinschaft. Und wenn jetzt jeder innere Gemeinschaft macht, was er will, dann ist es keine Gemeinschaft, sage ich immer. Wenn wir zusammen jetzt wohnen müssten, aus irgendeinem Grund, müsste jeder seinen Raum haben, jeder seine Distanz, jeder seine Möglichkeiten, sonst gäbe es sofort Konflikte. Mhm. Also was heißt das? Wir müssen auf Augenhöhe gehen. Wir müssen immer mit alle und jedem, egal ob schwarz, gelb, grün, rot in der Hautfarbe, egal welche Konfession, egal welches Alter, gerade Alter. Ich habe Kinder erlebt in den letzten Monaten, so diese Größe, so 3, 5, 7 Jahre.
die so faszinierend sind, dass ich nur mich rangeschlichen habe und habe dem einen Kind zugehört, was das zu seiner Mutter gesagt hat. Bin ich weggeflogen und gesagt, was? Das Kind war vielleicht 5 Jahre alt, wie das mit seiner Mutter gesprochen hat. Wie klar und wie herzlich. Und ich bin da schon und gedacht, boah. Also ich früher mit dem Alter, da haben wir gemacht, mit irgendwelchen Autos gespielt und Zeug gefunden. Und ich merke, die Qualität der Zeit verändert sich. Es wird alles irgendwie offensichtlicher, es wird kräftiger. Ich bin auch gerade, wenn man das Thema Manifestation, ich meine, dass unsere geistige Kraft zugenommen hat. Mhm. Ja. Wie ist es bei euch? Ja, es ist einfach, die Erde ist viel freier und das Licht und die Liebe kann viel besser durchkommen und durchsickern und es geht auch schneller beim Manifestieren. Und das ist ja das Tolle. Und auch wenn du von Kindern sprichst, die Kinder sind noch so in der Liebe, sie sind noch so verbunden. Die können uns lehren, wieder in diese Liebe zu kommen und auch ins Herz zu kommen. Oder auch die Tiere und auch die ganze Natur. Für mich strahlt es immer so viel Liebe aus, dass uns das gut tut, in die Natur zu gehen, uns da aufzutanken und uns wieder erinnern, dass wir ja auch Natur sind, dass wir auch diese Liebe ausstrahlen können, auch die Tiere und die Kinder. Gerade das. Mhm. Wie gesagt, liebe Zuschauer, gleich in 2 Minuten kommt die Werbepause. Dann stellen wir um und danach beginnt die Manifestation wieder 20 Minuten. Und zu dem Thema mit diesem Liebsein, das können wir jeden Tag anfangen. Und wissen Sie wie? Indem ich einfach, wenn ich morgens aufwache, ist das Allerwichtigste, sich zu fühlen. Das mache ich jeden Morgen ganz bewusst, sobald ich merke, ich wache auf. Das Erste, was ich tue, wie fühle ich mich? Das ist meine erste Frage, die ich mir morgens immer stelle. Und seltsamerweise, seit ich achtsam bin, geht es mir immer gut. Weil ich merke die Dinge, ich merke sofort, wenn was schief läuft. Das merke ich, da ist es dann nicht losgelaufen, merke ich schon, jetzt pass auf, und da und gucke ich hin, dann sehe ich, aha, es läuft schief aus dem und dem Grund. Aber wir müssen anfangen, unsere Gefühle zu leben. Wir können nicht immer meinen, im Kopf und im Verstand könnten wir alles abbilden. Und da sage ich immer, erstens, die Bücher, die hier stehen, 2 Bücher, die Lena geschrieben hat, jetzt habe ich die Titel nicht mehr im Kopf, müssen für stimmen. Für dich und dein Herz, wo es darum geht, dass du das lernst, für dein Herzen zu sein. Mhm. Und das andere wie Kristallkinder, wo ich erkläre, woher wir kommen und wie das funktioniert, so ein Kristallkind zu sein. Das ist ein Beispiel. Das andere Beispiel, mit der Alexa höre ich immer wieder, viele Menschen kommen zu ihr in ihre Beratungszeiten und müssen sich auch mit dem Thema anfreunden, dass da natürlich Probleme in uns sitzen können, die mit uns eigentlich nichts zu tun haben, die von außen gekommen sind und uns gefangen nehmen. Und plötzlich fangen Menschen an zu reagieren und zu agieren und sind gar nicht mehr sich. Warum? Weil sie einfach vorher weder die Liebe kannten noch sich. Und das bedeutet, sie sind hin und her gerissen. Und dann kommt ein anderer und sagt, ach, wenn du so offen bist, dann setze ich mich ein bisschen zu dir. Und fängt dann an, immer rumzugraben. Das zu erkennen, das wieder wegzunehmen, sind auch solche Dinge. Das Gleiche passiert bei der Lara mit vielen Menschen, die Wege suchen, wieder die Liebe zu finden. Also, liebe Zuschauer, wenn Sie die Liebe wieder finden und spüren wollen, in wenigen Minuten nach der folgenden Werbepause beginnen wir mit der Manifestation. Beteiligen Sie sich und machen Sie mit. Gemeinsam sind wir stark. Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von Swiss Harmony, Ihr Hausharmonisierer.